Ich bin nicht die Kanzlerin. Du bist die Kanzlerin und wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja. Nein, wir Und schaffen es mit nicht. 5 Selfies hat diese Frau alles kaputt gemacht, was uns lieb und teuer ist. Ich sage Ihnen, seit Hitler war keiner mehr so alleine schuld an irgendwas. Ja, ist so. Der Einzige, der noch zu ihr hält aktuell, ist Peter Altmaier, die treue Seele, allerdings, wie wir festgestellt haben, mit sehr verstörenden Argumenten. Schau mal, Deutschland ist so ein großartiges Land, weil wir in Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels. In jedem Dorf, in jeder Stadt. Der Herr Landrat hat eine zu Hause, der Herr Bürgermeister hat eine zu Hause. Ach du Scheiße! Hab ich auch eine zu Hause? Das kriegt man ja Angst. Da hat der Peter wohl zu lange in der Sonne gestanden. Aber nur mal, damit das mal ganz klar ist und ohne Ironie, man kann schon wollen, dass Angela Merkel nicht noch mal 4 Jahre macht. Dafür gibt es gute Gründe, ernsthaft. Die hat zum Beispiel gerade diesen Sommer mal eben den deutschen Klimaschutzplan komplett entkernt. Hat aber keiner mitgekriegt. Wahrscheinlich, weil es zu warm war. Und natürlich ist in der Flüchtlingspolitik die Kehrtwende de facto längst da. Aber Horst Seehofer reicht das nicht. Merkel soll sich öffentlich entschuldigen beim deutschen Volk. Ja klar. Ja. Los. Sag endlich Obergrenze, du störrische Zonenzenzi. Ja. Sie macht es einfach nicht. Sie macht es nicht. Die Bayern, hat man heute auch wieder gemerkt, die Bayern sind wirklich besessen von ihrer Obergrenze. Das steht auch wieder drin im neuen, jetzt noch härteren CSU-Flüchtlingspapier. Ich bin nicht die Kanzlerin. Du bist die Kanzlerin. Und wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja. Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen das. Nein, schaffen wir nicht. Bin ich die Angela Merkel? Nein, bin ich nicht. Doch, du bist Angela Merkel. Nein, wir schaffen das nicht. Ich bin nicht die Merkel.